So, hier habe ich noch was Schönes, einen schönen kleinen Wiener Regulator mit Gewichtsantrieb. Ist kaum größer, wie man sieht, als so ein normaler Regulator, also sehr kleine Ausführung und hat eine Gangdauer von circa einer Woche. Das mag vielleicht täuschen, dass vielleicht das Uhrwerk schlecht sei oder so, weil der so eine kleine Amplitude hat, aber die bekannte Graham-Hemmung hat eben leider diesen Nebeneffekt, dass sie zwar sehr ganggenau ist, aber eben eine sehr kleine Amplitude hat und sehr erschütterungsempfindlich. Von dem her, also sie hat gerade mal 2 Grad oder so. Ja. Das Uhrwerk ist von Gustav Becker und schlägt zu jeder vollen und halben Stunde hinten auf dem Uhrwerk montierten Rundgong. Deswegen klingt da etwas blechern. Ich habe es jetzt gerade auf die normale Uhrzeit eingestellt. Deswegen werde ich es jetzt mal nicht läuten lassen, weil sonst muss ich sie wieder anhalten und dann vergesse ich es wieder und bla bla bla. Ihr kennt es ja. Entstanden wahrscheinlich so um 1880 bis 1890 rum. Wie man sieht, ist die Pendellinse graviert und auch die Rollen von den Gewichten sind teilweise graviert. Sie hat hier und da ein paar Wurmlöcher, aber das stört nichts, ja, da sie keinen aktiven Wurm hat. Ja. Natürlich hat sie auch eine Seitenverglasung, wo man mal reingucken kann, ob auch alles noch in Ordnung ist. Ja. Aber wisst ihr was? Ich lasse jetzt einfach mal für euch läuten. Sie ist recht leise, aber klingt dafür auch etwas blechern, da eben Messing auf Stahl schlägt. Messinghammer. Ja. Ja, wie man hört, sehr dezent, also kann man auch sich auch ins Schlafzimmer hängen. Aber ich schlafe ja so bei dem ganzen Geticke. Ja. Ja, der Zustand ist sehr gut, eigentlich für das Alter. So, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und bis zum nächsten Mal. Servus, euer Fayless.